Also wir gucken uns das an vom guten Ogusan, der hat seinen eigenen Döner eröffnet. Oggis Gemüsekebab in Berlin und das fetzen wir uns jetzt rein. Heute ist die Eröffnung von Oggis Gemüsekebab. Laso! Bruder, du bist genau richtig gekommen, weißt du? Herzlichen Glückwunsch, mein Lieber. Danke. Laso, der hat sich von seinem Auftreten auch komplett geändert, ey. Er sieht echt so aus wie VIP Upgrade Deluxe. Dein erstes großes Ding, dein eigener Dönerladen. Gemüsekebab, gechillt, bra. Wir haben angekündigt um 14 Uhr, einige Mal schon um 10 Uhr morgens hier, Dicker. Und in 1-2 Minuten ist es soweit. Der Laden wird jetzt geöffnet. Das heißt, wenn die Jalousie hochgeht, dann ist der Laden offen. Und so eine kleine Hütte. Also ich wusste, dass es ein kleines Ding ist. Da jetzt rauszufeuern, die Döner, das ist auch eine Herausforderung. Meine Damen und Herren, Oggis Gemüsekebab ist ab heute für jeden geöffnet. 7 Tage die Woche. Stunden weiß ich noch nicht, aber auf jeden Fall 7 Tage die Woche. Can hatte den Wunsch, seit einigen Wochen den ersten Döner zu essen. Also nicht nur Wunsch, das ist auch Pflicht. Einen wunderschönen guten Tag. Ich hab Hunger. Und ich hätte gerne einen Döner. Ich möchte den Döner so essen, wie ihn Ozan auch isst. Auf jeden Fall scharfe Soße, Knoblauchsoße, Honig-Sesamsoße. Auf die Soßen, bisschen Schafpulver. Das ist ganz, ganz wichtig. Es wird Geschichte geschrieben. Der erste Döner, meine Damen und Herren. Ich hab die Ehre. Und jetzt passt auf, ganz kurz. Einmal alle kurz die Luft anhalten. Der Finisher kommt jetzt. Guck genau hin. Spritz die Limette. Eins kann ich schon mal sagen. Der Hähnchenspieß sieht geil aus. Es gibt so viele verschiedene Hähnchenspieße, gerade für Gemüse-Kebabs. Und hab jetzt bei Dings ja auch ein Video rausgehauen für Rüyam auch. Rüyam hat echt keinen guten Spieß, Leute, ey. So vom Fleisch. Und der sieht eher aus wie bei Eddies Gemüse-Kebab. Und das ist der beste Fleischspieß. So für die Gemüse-Dinger in Berlin. Bitte voll! Vertraut mir! Jeder, der hier kommt, kriegt eine Limette geschenkt. Das ist der beste Gemüse-Döner aus Berlin. Den bekommt der Can, Bruder. Wow, schön, das ist die Schmecke, Bruder. Alle meinen Applaus für den ersten Döner hier! Ich darf den ersten Biss machen und ich entscheide, ob es dir schmeckt oder nicht. TÜV-Siegel gibt's von mir. Ihr gibt's einen TÜV-Digger. Bismillah, Rahman, Rahim. Also das, meine Damen und Herren, war auf jeden Fall ein saftiger Biss, Digga. Boah, ich war ganz kurz in einer anderen Welt. Ich habe eine andere Dimension betreten. Da war es so schön, ich muss da kurz nochmal hingehen. Einen Augenblick bitte. Eine 11 von 10. Applaus für den ersten Biss. Meine Damen und Herren, genauso muss ein Gemüsedöner schmecken. Er ist frisch, er ist knusprig. Can, Bruder, warum schreist du die ganze Zeit so? Stell dir vor, er redet gerade mit seiner Freundin oder seiner Mutter und will ihr eigentlich erzählen, wie der Tag ist. Ich hoffe, das läuft nicht so ab, die. Ich hoffe, da hältst du dich ein bisschen im Zaun. Es gibt ja auch so Leute, die reden automatisch so laut. Also mir wurde auch mal gesagt, so nach dem Motto, kannst du bitte ein bisschen leiser reden? Schrei mich nicht so an, so in den Worten. Da hat meine Ex-Freundin immer gesagt, auch wenn ich mit ihrer Mutter rede, wir schreien uns immer gegenseitig an, wenn wir miteinander reden. Ich fand das jetzt nicht und ich finde jetzt auch nicht, dass ich übermäßig laut rede, aber Can hat echt die ganze Zeit nur rumgeschrien. Die Kartoffeln und das Gemüse da drin. Wow! Ich bin ready. Ihr kennt Lauso, er ist sehr kritisch. Steh dich warm an, Ostern. Meine Damen und Herren, dieser Gemüsedöner ist eine 10 von 10! Applaus! Ich stell mir nur vor, die erinnern mich irgendwie an irgendwelche Marktschreier, die da gerade ein Theaterstück aufführen. Ich schwör's euch, genauso kommst du mir gerade vor. Du hast die Ehre, den dritten Biss zu machen, Burak. Can Avi redet immer so, ehrlich, aber ich hab's. Na, geht die. Ich habe ja auch schon viele Videos zumindest von ihm gesehen. Alles aber kein Kuss. Wir haben's geschafft. Boah. Ich werde den nicht bewerten, ich will das andere den bewerten, Digga. Kommt hier hin, esst den Döner und überzeugt euch selbst davon. Das wäre jetzt auch cringe gewesen. Hätte er jetzt so eine detaillierte Analyse abgegeben. Can unterstützt uns seit Jahren bei den YouTube-Videos. Der macht immer diese Intro und Outro, macht die ganzen Takes. Er ist sehr behilflich. Danke, dass du gekommen bist. Er ist aus Duisburg gekommen. Er war der Erste an der Schlange. Du warst einer der ersten 10 Leute, die einen Döner gegessen haben. Ja, das kannst du den Enkelkindern erzählen später. Oha, ja, okay. Oder, Farad? Ich schwöre auf alles. Meine Damen und Herren, Bad Bad Eats ist in the building. Bruder, wir wurden gerufen, wir sind gekommen. Passt du zum Dönerladen, Bruder? Wow. Oh, ein Döner-Hoodie, Digga. Boah, das ist ein cooles Geschenk, Bruder. Vielen Dank, Alter. Ich küsse dein Herz. Eure ehrliche Meinung, es war jetzt ohne Filme, so, welche Kamera. Ich schwöre auf alles. Beste Döner. Je mehr der. 10 von 10. Ich küsse dein Herz, Digga. Oha, der war geil. Oha, der war gut. Ich fühle den Klatscher gerade auch extrem, Mann. Alter. Im Live schreit er oft so. Ja, das glaube ich. Okay, der war auch okay. Unser war besser, nochmal. Ja, der war gut. Das, was heute passiert, bedeutet mir sehr, sehr viel, Dicker. Sehr, sehr viel. Also ich schmücke vielleicht ein bisschen gelassen, locker gerade. Aber das, was hier passiert, Bruder, das macht sehr, sehr viel gerade mit mir, weil diese Menschen kommen alle wegen uns, wegen mir, wegen unseren Jungs, wegen unserem Team. Ich wünsche einfach auch für die Zukunft, dass dieser Dönerladen eine Anlaufstelle für die ganze Community ist, dass man sich hier treffen kann, hier Fotos machen kann, hier essen kann, hier trinken kann, Dicker. Das ist auf jeden Fall
was sehr, sehr groß ist gerade hier. Deswegen, Bruder, werde ich... Dieser Berliner-Style, ich liebe ihn, dieses Dicker. Aber es passt auch authentisch. Gefühlt machen es manche auf Krampf, bei ihnen ist so absolut authentisch. Hier den ganzen Tag auf- und ablaufen und alle einzeln begrüßen. Ich habe Ostern das erste Mal kennengelernt, da waren wir im Kindergarten. Da hat er schon im Kindergarten darüber geredet, ja, ja, wenn er stimmt, groß stimmt. wird, will er mal einen eigenen Dönerladen eröffnen. Stimmt, stimmt. Er hat damals sich an Schnullern gesucht. Nicht an... Sondern an Döner. Döner ja. Also Lasso, manchmal ist er echt extrem lustig. Und der Blick dabei, bester Mann. Soll ich reden einfach, was ich sage? Also ich persönlich habe nicht mit so einem Ansturm gerechnet, Digga. Alles läuft gut, alles läuft nach Plan. Wird, Bruder, inshallah, wird. Ich bin so aufgeregt, ich denke, ich heirate heute. Genau so geht's mir auch, Bruder. Abi. Ich freue mich wirklich sehr für dich. Wir alle freuen uns sehr für dich. Ja. Weil das Ding ist, du hast einfach dein Ziel erreicht. Du suchst schon seit so lange einen Laden, dies, das und so. Du hast deine Träume erfüllt. Deswegen habe ich ein Geschenk für dich. Wenn das jetzt Cheeseburger sind, ne, Bruder? Also ich finde die Packung erstmal sehr, sehr schön und angemessen. Für Oggi. Ein Döner? Du hast mir meinen eigenen Döner geschenkt. Allah kreativ. Schöner Moment, Leute. Ich fühle absolut mit. Und ich hoffe, es ist auch irgendwann bei mir so weit, dass ich meinen eigenen Dönerladen eröffne. Und man hat sowas geschaffen für sich. Das sage ich euch. Wir als YouTuber haben immer eine Sache im Nacken und das ist, wenn es irgendwann nicht mehr läuft. Bei mir gehe ich nicht davon aus, bei mir wird immer laufen. So, ich denke zu positiv dafür, aber trotzdem ist irgendwo dieser Gedanke immer drin, man muss was auch für nach YouTube-Sachen, Zeiten schaffen und sowas gibt Entlastung, sowas gibt ein gutes Gefühl, sowas lässt dann endlich ein bisschen durchatmen. Dieser Druck, der auf einem herrscht, in dem Moment ein absolut schönes Gefühl und ich wünsche Ogo-san dafür alles Gute und ich würde mir wünschen, wenn jeder von euch seinen Döner testen wird. Bochums Präsident ist persönlich nach Berlin gekommen. Danke, dass du da bist, Dekka. Ich hab eine Frage, Bruder. Guck mal. Ich hab 1 Cent vergessen, ja. Ey, das ist wirklich korrekt von dir, Bruder. Ey, danke, Bruder. Das ist sogar zufällig, Digga, dass ich genau 1 Cent dabei habe. Der war aber auch gut. Diese 2 Euro sah aber auch gut aus. Für mich, ja, also auf diesem ganzen Planeten von 7 Milliarden Menschen, ist das der witzigste Mensch der Welt. Chago. Hi, ich bin witzig. Fraps is in the building, Digga. Heute extra aus Stuttgart hergeflogen nach Berlin. Ich bin am Sack, Digga. Ich hab 2 Stunden... Ich bin am Sack, ey. Welcher Mensch auf der Welt sagt, ich bin am Sack? Habt ihr das schon mal gehört? Besser, Mann. Geschlafen, aber auch entspannt. Ich bin auch auf das Restaurant von unsympathisch. Sehr gespannt, die. Band, ein Dönerfetzen, Digga. Weißt du, was ich meine? So. Arvin ist auch am Start, Digga. Du hast eine absolute Ehre. Die ganzen Foodtours sind jetzt hier. Es ist soweit. Evanio ist in the building. Übertrieben, aber danke dir. Sehr gut bei dir. Danke, ich bin zum ersten Mal. Schön, dich zu sehen. Es war eigentlich zusammen geplant, dass wir da sind. So eine Scheiße, aber ich hab's nicht geschafft, weil ich Family vom Flughafen abholen musste. Sonst wäre ich mit Evanio hingekommen. Ja, freut mich auch, dich kennenzulernen, Alter. Und, bist du aufgeregt? Geht. Wegen mir, scheiß auf mich. Moin, Freunde. Kannst du mir einen Döner machen, aber alles außer Tomaten? Sagst du Tomaten? Was ist das? Was hat er da in der Hand? Man hat nicht von schon mal jemand sowas in der Hand gehabt. Was ist das? Ich auch nicht im Döner. Das ging aber schnell. Danke dir. Maus und Fadi sind am Start. Du weißt, ne, Angela Merkel kriegt das nicht hin. Fadi, mein Bruderherz. Wie siehst du, wo aus? Bruder, ich möchte nicht vordringen. Aber... Walla aber. Ey. Der wird so viel Geld machen. Ich habe einen Hunger, ich habe extra nichts gegessen. Ich schmecke richtig lecker. Das ist eine sehr gute Mischung. Ne? Ich habe am Anfang einen Fleischtest gemacht. Sehr gut. Gut gewürzt, knusprig, top. Brot geil, richtig schön weich, lecker. Du beißt rein, richtig schön fluffig. Das Fleisch mischt sich sehr, sehr geil mit den Soßen zusammen. Ja. Auch diese schöne Schärfe. Ja. Ach, ey, sorry, ihr seid gerade am Film, ne? Na, also, ich sag's Bruder. Was sagst du, Bruder? Ich hab noch gar nicht probiert. Also, ich hole mir gleich. Viele, die finden das ja auch richtig eklig, da reinzubeißen. Das merkt man dann. Mir ist eigentlich scheißegal, ne? Wenn das jetzt nicht von irgendjemand ist, wo ich schon aus dem Augenwinkel sehe, gefühlt, dass er irgendwelche Krankheiten hat. Ja, manche können das ja gar nicht. Hatte ich auch Phasen, da hätte ich sowas nicht gemacht, weil ich das eklig fand. Wenn ihr Bescheid wisst, Döner, wie viel kostet heute? 1 Cent. 1 Cent. Wie lange? Nur heute? Nur heute. Mach doch noch eine Woche oder 2 Wochen. Du hast recht. Gerne. Wahrscheinlich, ja. 2 Wochen, nachdem das Video rausgekommen sehr ist, ist immer noch 1 Cent Döner, ja? Insolvenzverfahren läuft. Genau. Danke, dass du da bist. Ja, Habibi, okay, ich gehe wieder, ja? Nein, da bist du nicht, da warst Arda, mein Bruder. Name, Bruder. Osans erster Laden, inshallah nicht der letzte. Bruder, was hast du gemacht? Was ist hier los, ja? Komm, Wallah, komm, inshallah, Öle, Happy oder Dicker. Inshallah, Bruder. Kennt ihr The Weeknd? Er ist auch am Start hier, extra aus Amerika angereist. Okay, mein Bruder. Wir haben Blumen geschenkt bekommen. Sehr, sehr nett. Ich hoffe, ihr könnt die Blumen riechen, meine Damen und Herren. Wie schaffst du das, Bruder, jeden Tag, ja? Was? Dieses Schwimmen, Joggen, Fahrradfahren, während dem Stream noch Sport machen. Ja, nee, du machst wirklich 23 Stunden Sport und schläfst eine Stunde. Wie geht das? Betriebsgeheimnis. Onurcan ist abgemagert, deswegen brauche ich einen. Ich brauche einen. Man ist dafür 3 Stunden geflogen, ich habe 2 Stunden geschlafen, ich gönne mir jetzt, Digga. Oh,
shit, Digga. Fraps in the building. Er sieht aber auch fresh aus, muss man einfach sagen. Mit dem Schafskäse oben drauf. Ich war gerade bei Eddie auch wieder gegessen. Der Schafskäse ist King da. Ich esse gar nicht mehr gern mit Schafskäse, aber Eddie hat mich wieder eines Besseren belehrt. Es kann richtig fetzen. Wichtig bei Vanjo immer, dass Flecken drauf sind. Auf Verkleidung. Kuss geht raus an den Vanjo. Wow, wow, Alter, guck mal, ich halte nichts von Hähnchen. Ich hab grad schon geflucht, wie geflucht Hähnchen. Aber ich sag dir ehrlich, wow, wow. Hey, wir waren aus dem Zimmer miteinander, Leute. Ja, ja. Vier Stück noch, Bruder. Boah, aber Bruder, wie gut schmeckt der? Ach, warst du da gewesen, Bruder? Ich bin gerade da und ich werde hier bleiben. Ich werde nicht woanders hingehen. Bis ein Cent vorbei ist, ich bleibe hier. Ist vorbei, Leute. Ohne Spaß. Wallah, krass. Lass dir das sagen, bedeutet mir sehr, sehr viel, Bruder. Und für Achi, der Entertainer, kostet dieser Döner für immer 1 Cent. Ich lach doch umsonst, muss ich wirklich 1 Cent? Papier noch mitnehmen, ja? Bruder, oh mein Gott. Ich werde mich auch dann langsam verabschieden. Cent, Bruder, Action, weißt du? Meine Damen und Herren, ein 10 von 10 Döner, ehrlich. Hey, ich schulde dir noch 1 Cent. Mehr hast du dabei? Leider nicht. Gib's dir nächstes Mal, okay? Ist okay? Ja. Die Leute man denken, weil wir jetzt gut miteinander sind, dass ich extra sage, dass es gut ist. Aber Bruder, guck mal, ich bin hierher gekommen, ich dachte mir, Bruder, du hast jeden Döner gefühlt getestet. Gefühlt, ja. Was soll dabei rauskommen? Was mir sehr gut gefallen hat, dass er nicht so fettig ist. Ja. Der ist null fettig. Null fettig. Also unten ist da wirklich also gar kein Fett. Genau, es hat null getrieft, nichts. Ja. Nee. Wäre fettig gewesen, hätte ich keine Challenge gemacht, aber der hat sich immer geschätzt. Geil, Digga. Also bald macht Arda hier eine Challenge, Digga. Ich freue mich. Freunde, kurzes Fazit, es ist 16 Uhr. Das hört nicht auf, Digga. Geiler Flow zwischendrin. Ich sag's euch, so ist ja immer oft auch am Anfang vom Video oder so, so eine Szene kam geil. Immer mehr, die Leute kommen immer mehr. Aber sehr, sehr fröhliche Gesichter, Bruder. Und das macht mich auch sehr, sehr stolz, Alter. Oh, das lohnt sich halt. Geil, egal. Und das Ding ist, er ist noch nicht mal vorne, er ist noch ganz hinten. Guck mal bitte. Hinten ist eine sehr besondere Person. Wartet auf uns alle und dahin gehen wir jetzt. Ich hab's dir versprochen, ich hol alle. Hab ich alle geholt? Ich hab alle geholt, oder? Jungs, das ist Yusuf. Er ist extra hergekommen heute für uns alle. Yusuf, bester Mann, ehrlich. Extra für uns gekommen. Alle mal Applaus für Yusuf. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall, dass ihr da wart. Ne? Hat uns sehr gefreut. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Wallah, ich liebe dich über alles. Wer den Jungen nicht liebt, ne? Ich komme aus Hamburg. Danke, dass du am Start bist, Mann. Für Ehrenmänner immer gerne. Hallo, Losen. Ciao. Bollberg. Hayırlı uğurlu olsun. Çok İnşallah önemli. Bunu Düzce'de de açacağız ha. İnşallah. Helalınız da. Wir stehen hier. Waren seit 4 Stunden. Yani ich denke mal so noch so halbe Stunde ungefähr. Wir haben Hunger. Alles schön, Döner schön, wir sind schön, wir sind alle glücklich. Oğuzhan'ın ayrına fındık. O gün kebap, yemesi sevap. Sag mal ehrlich, wir sind die Nüsse von Mr. Nuts. Wir sind super. Hayırlı olsun kardeşim. Eyvallah abi, çok sağ ol. Eyvallah, sağ ol. Gelin sizi çok sağ ol. Ali abi auch am Start. Hayırlı olsun. Berlin Nummer 1, Ali abi. Mein Bruder, ich bin's da, Bruder, nur das Beste, Bruder. Muss ja was kann einpacken. Hayırlı olsun. Dankeschön. Psikopatlar, hayırlı olsun. Eyvallah. Psikopatlar, Berlin-Kreuzberg. 4 Stunden 17 Uhr. Es tut mir so im Herzen alles weh. Gut. Bruder, was soll ich sagen? Es ist einfach der Hammer. Und weißt du, was ich hier entdeckt habe, Bruder? Dieses Herz? Bruder, guck mal. Sehr verehrte Damen und Herren, wir sind doch da! Wir sind doch da! Oh. Ja, das sind. Ist das Limette? Limette. Bruder, unglaublich. Wallah, ja, unglaublich. Das ist Abriss pur. Sehr nice. Ja, das ist aus Berlin. Sehr Berlin. Schön. Cool gemacht. Ich wünsche dir viel Erfolg. Am Geschmack oder an den Menschen, die hier arbeiten, wird es nicht scheitern. Ich erwarte euch immer noch, nicht nur heute, wir hatten einen sehr erfolgreichen Tag. Deswegen, kommt vorbei, Alter. Eine Ehre, Kürzende. Das war das letzte YouTube-Video auf diesem Kanal. Nein, Spaß. Ich darf nicht weinen, Dicker. Freunde, der Tag ist zu Ende. Ich bin unglaublich stolz. Stolz auf jeden Einzelnen, der heute da war, der uns heute unterstützt hat, der heute extra hergeflogen ist, extra hergefahren ist. Vielen, vielen Dank dafür auf jeden Fall. Also das ist wirklich eine Sache, die ich sehr schätze und die ich auch nie vergessen werde. Das war einer der schönsten Tage meines Lebens, Digga. Eines der schönsten Tage meines Lebens. Also die Liebe, die ich heute hatte, also diese Energie heute war krass. Vielen,
vielen, vielen Dank für alles, für den ganzen Support. Es war ein sehr, sehr krasser Tag für mich und ja, Mann. Ich hoffe, das war erst der Anfang und wir können auch Großes schaffen damit. Danke auf jeden Fall und wir sehen uns. Boah, da kriege ich selber Tränen in den Augen. Ich hab's vorhin gesagt, wir YouTuber sind alle heftig. Die meisten holen sich eine geile Karre, die meisten machen auf dicke Hose. Es ist immer ein bisschen schwierig, auch wenn du durch die Gegend kriegst und 1000 Leute wollen ein Foto machen. Und man hat seinen Höhenflug, das ist alles schön und gut. Aber viele Leute haben einfach vielleicht 3-4 Jahre, um da ordentlich Cash zu machen. Und mach mal in 3-4 Jahren, 5 Jahren so viel Cash, dass es fürs Leben langt. Und das wird's bei den meisten wahrscheinlich nicht, nur durch YouTube. Deshalb brauchst du irgendwas, was danach fürs Leben bleibt. Und das ist diese Last, Leute, die ihm gerade von der Seele fällt. Oh, das ist der Druck, den jeder Typ auf YouTube hat. Und was viele nicht verstehen, dann bist du in einer Beziehung, du verdienst gerade Cash, bist aber mit jemandem unterwegs, der verdient 3-4 Scheine netto, gutes Gehalt und denkt so, oh, und ist vielleicht noch eifersüchtig in dem Moment, aber der Typ verdient das sein Leben lang und der hat einen Job, mit dem er wahrscheinlich sein Leben lang entspannt so Geld verdienen kann. Und dann reiht das mal aneinander mit jemand, der 3 Jahre lang jeden Monat vielleicht 15.000 verdient oder so. Na, dann könnt ihr euch ausrechnen, wer da auf jeden Fall bessere Karten hat. Und das ist der Druck, den jeder verfickter YouTuber hat, da irgendwas draus zu machen, denn das Ganze, was wir hier machen, das bringt nichts fürs Leben. Du hast was geschaffen, aber wenn du nichts draus machst und nicht weitergehend irgendwie Business machst, sitzt du da wieder irgendwann und musst einen normalen Job machen. Ja, habe ich sehr gefühlt gerade, seine letzten Worte, und finde ich geil, dass er das reingeschnitten hat, so seine Emotionen. Unbedingt alle abchecken und den Bruder supporten. In dem Sinne, Reaction beendet.